Markus Hosler, Direktor von der Zermatt Bergbahn AG. Ihr kennt ja heute natürlich auch an dieser Eröffnung und ewig von der Niveau 3 S-Bahn der Wiese. Ein Meilenstein für die Unternehmung Zermatt Bergbahn. Das ist ganz sicher ein Meilenstein für die Zermatt Bergbahn. Was wir neu investiert haben, ist eigentlich ein Zehntel von dem, was die Bergbahnen seit der Gründung investiert haben. Und vor allem haben wir hier einen grossen Engpass beheben, und zwar mit einer ganz ultramodernen Bahn, die auch für das Auge und für das Gefühl etwas bringt. Ihr habt ja gerade gesagt, in den letzten Jahren ist viel investiert worden eigentlich. Praktisch jedes Jahr hat es eine Nivebahn oder einen Nive-Skilift gegeben. Geht es jetzt in dieser hohen Kadenz weiter oder ist fertig vorerst? Es sind schon noch Projekte, die wir angehen. Das ist als nächstes, wenn wir die Verbindung nach Italien angehen, zwischen Testa Grigia und Klimaterhorn. Dann sind wir aber auch bereits an der Planung vom Ersatz von der Kummensesselbahn, die es abgeräumt hat durch eine Lawine. Und dann geht es dann auch weiter Richtung Stockhorn. Es hört nicht auf, es hat immer noch Arbeit. Das Kleinmatterhorn soll ja von der italienischen Seite her erschlossen werden eigentlich. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hat da dagegen eingesprochen. Wie beurteilen ihr die Situation? Ja, Fakt ist, dass das ganze Vorhaben eigentlich konform ist an allen Vorschriften. Es ist auch konform an den Vorgaben, die wir haben, bezüglich Raumplanung und so weiter. Es steht da einzig zur Diskussion, ob das jetzt wirklich ein Eingriff in die Landschaft ist oder nicht. Wo wir dabei festhalten müssen, es gibt eine Talstation und eine Bergstation. Die Talstation ist im Boden innen eingelassen, die Bergstation ist angebaut oder heute schon bestehende Bergstation. Und das Einzige, was ist, sind Seile, die über Gletscher überführen und ob das Landschaftsschutz, das Landschaftsbild da oben gross beeinflusst, das ist die Streitfrage.